Namen Werner Ferrari verbinden Paul und Raffaella Imhof mit dem traurigsten Moment in ihrem Leben. Dem Tod ihrer Tochter Fabienne. Ihre Älteste war ein Wunschkind, auf das sie lange gewartet hatten. Fabienne kam am 17. März 1980 auf die Welt. 9 Jahre später wurde sie Opfer eines brutalen Mörders. Sie ist bei uns jeden Tag präsent. Mindestens 2-3 Mal pro Woche geht man auf den Friedhof, sie besuchen. Geht sie schnell besuchen. Einen Menschen, der einmal bei uns war, vergisst man nie. Man darf ihn auch nie vergessen. Es wäre schlecht, ihn zu vergessen. Das wäre schlecht, wenn man den würde vergessen. Was bleibt, ist die Erinnerung. Die Erinnerung an das fröhliche Kind, das alle geliebt haben. Dann ist sie aufs Grab besuchen. Sogar die Katze ging zu Besuch aufs Grab. Die erste Zeit begleitete sie mich auf den Friedhof. Die erste Zeit ist sie mit mir auf den Friedhof gekommen. Fabienne mit ihren beiden jüngeren Geschwistern Ralf und Elian. Ein besonnenes Mädchen. Sie hat auch Zeichnungen gemacht. Sie fertigte Zeichnungen voller Vorahnungen an. Auf einer sind Ralf und Elian abgebildet, zudem ein Richterstuhl und ein Totenkopf. Das zeichnete sie eine Woche vor ihrem Tod. Diese Zeichnung übergab ich damals der Polizei und ich bekam sie nie wieder zurück. Sie ist unter Beweisen oder was weiß ich abgelegt. Am Samstag, den 26. August 1989, findet im solothurnischen Hägendorf eine große Chilbi statt. Am Abend ist das ganze Dorf auf den Beinen. Auch Familie Imhof. Wir hatten ja Kampf gehabt, denn wir stritten uns, ob wir an die Kirchweih gehen sollten. Wir wollten nicht gehen. Wir sagten zu ihr, du kannst doch tagsüber hingehen. Doch schließlich gingen wir alle zusammen hin. Sie hatte so darauf beharrt, da sei so viel Licht und es sei eine so außerordentliche Sache, die sie unbedingt noch einmal erleben wolle. Während Imhofs im Fischerbeizli etwas essen, zieht Fabienne mit einer Freundin durch die Chilbi. Nach einiger Zeit wollen die Mädchen zurück zu den Eltern. Ein fremder Mann mit Schnauz und Brille bietet den beiden an, sie zu begleiten. Sie gehen mit ihm in Richtung Kirche. Beim Dorfbrunnen befiehlt der Mann Fabiens Freundin, sie solle hier warten. Geht mit Fabienne allein weiter. So wie es gute Kräfte gibt, existieren auch negative Einflüsse. Wie ein Opferlamm ist sie mit diesem Mann mitgegangen. Ich denke, sie überlegte gar nicht viel. Sie ist einfach mit dem mitgegangen, die hat gar nicht so viel studiert. Dann habe ich das Gefühl. Auf diesem Weg geht Fabienne mit dem vermeintlichen Helfer aus dem Dorf. Weg von der Chilbi, weg von den Leuten. Einen Tag später wird der leblose Körper des Mädchens am Waldrand gefunden. Nackt, geschändet, erwürgt. Als wir erfuhren, dass sie tot ist, war das ein harter Schlag für meine Frau und mich. Es braucht einiges, bis man einer solchen Sache einigermaßen Herr wird. Bis man einigermaßen der ganzen Sache gewachsen ist. Es war eine sehr schwierige Zeit. Wir verkrafteten das allein zu zweit. Wir hatten keinen Psychiater zur Unterstützung. Wir bewältigten die Sache allein. Wir sagten uns, das ist ein Schicksalsschlag und mit Schicksalsschlägen muss im Prinzip jeder Mensch allein zurechtkommen. Ein Großaufgebot der Polizei sucht nach dem Täter. Fabiens Freundin, die beim Brunnen zurückgelassen wurde, kann den Mann beschreiben. Eine Spur führt von Hägendorf nach Olten. Die Brille, die Jacke, der Wohnort, seine einschlägige kriminelle Vergangenheit. Werner Ferrari gerät ins Visier der Fahnder. In der Siedlung Meierhof wohnt der Hilfsarbeiter, der 1971 schon einmal ein Kind getötet hat.
Die Polizei verhaftet ihn 4 Tage nach dem Mord an Fabien. Die ersten Einvernahmen der Kantonspolizei Solothurn verlaufen harzig. Dies ändert sich, als Kurt Amsler Ferrari verhört. Er ist ein erfahrener Wachtmeister mit väterlicher Ausstrahlung. Ja, bei der ersten Begegnung kam er mir als schüchterner, verschlossener, in sich gekehrter, also introvertierter Mensch vor. Er lehnte alles ab, was neu für ihn war, so auch die Polizei. Ablehnend war. So natürlich auch gegenüber der Polizei. In einer späteren Phase lernte ich ihn als wahren Verdrängungskünstler kennen. Wer ist dieser Mann? Protokolle unterschreibt er mit 2 unterschiedlichen Namen. Einmal nennt er sich Werner, einmal Marco. Marco Ferrari war umgänglich, gab auf Fragen Antwort. Werner Ferrari dagegen war total verschlossen, stritt Tatsachen vehement ab. Sehen Sie, beim letzten Prozess zum Beispiel sagte er, ich habe in meinem Leben noch nie ein Kind angerührt. Werner Ferrari wird 1946 geboren. Als 4-Jähriger kommt er in Rümlingen ins Kinderheim. Bis dahin hat er bei den Großeltern gelebt. Die Mutter ist bei seiner Geburt erst 18-jährig. Der Bub kommt ungelegen. Später nimmt die Mutter ihren Sohn für kurze Zeit zu sich. Eine Zeit, die Ferrari als Albtraum beschreibt. Der Stiefvater zog mich an den Haaren zum Lavabo und ließ Wasser einlaufen. Dann umklammerte er mich mit einem Arm von hinten an der Hüfte und drückte mit der Hand meinen Kopf unter das Wasser. Ich versuchte zu schreien und mich seinem Griff zu entziehen, doch er hielt mich fest wie in einem Schraubstock. Werner Ferrari landet wieder im Heim. Dort stellt man eine erzieherische Verwahrlosung fest. Er erinnert sich. Meine Mutter hat mich nie geküsst, ja nicht einmal bei der Hand gehalten oder mich getröstet, wenn ich geweint habe. Ich wurde nur hin und her geschoben wie ein störendes Möbelstück. Die Mutter heiratet wieder. Ihr 12-jähriger Sohn Werner muss ins Knabenerziehungsheim. Ferrari sagt: Die 4 Jahre, die ich im Schillingsrhein verbringen musste, waren die reinste Hölle. Die brutale Härte und die Gefühllosigkeit, mit der wir dort behandelt und erzogen wurden, verstörte mich zutiefst. Der Zürcher Strafrechtsprofessor Christian Schwarzenegger beschäftigt sich auch mit Täterprofilen von Serienmördern. Serienmörder sind schon in der frühen Kindheit Problemfälle. Sie fühlen sich einerseits von den Eltern gequält und quälen andererseits selber. Im Übrigen isolieren sie sich oft. Häufig kommt es bei diesen Tätern zu Persönlichkeitsstörungen im psychiatrischen Sinn, die auch ihre Schuldfähigkeit, ihre Kontroll- und Steuerungsfähigkeit beeinträchtigen. Bei Werner Ferrari lautet die psychiatrische Diagnose Schizoidie. Mit dieser Persönlichkeitsstörung lebt man in seiner ganz eigenen Welt, abgekapselt von der realen Welt. Mit 16 Jahren kommt Ferrari aus dem Erziehungsheim. Er wohnt bei seiner Mutter, arbeitet als Hilfsangestellter, wird aber schon bald entlassen. Er legt Brände, verübt Diebstähle und er spielt gerne mit Kindern. Mit 18 Jahren wird er in eine Erziehungsanstalt eingewiesen. Wenige Monate später reist Werner Ferrari aus und begeht weitere kleinere Straftaten. Als 19-Jähriger muss er in die psychiatrische Klinik. Ein Gutachter beschreibt Ferrari als kontaktarmen Einzelgänger mit aufgestauten Aggressionen, die er durch zerstörerische Handlungen abbaue. Er warnt davor, dass Ferrari ein pädophiles Sexualverbrechen begehen könnte. 20 Monate später wird Werner Ferrari aus der Klinik entlassen. Am 6. August 1971 entführt Ferrari an einem Dorffest den 10-jährigen Daniel Schwan. Der Bub soll sich nackt ausziehen. Er beginnt zu schreien.
Darauf erwürgt Werner Ferrari das Kind. Die Leiche versteckt er im Wald. Kurz darauf wird er verhaftet und gesteht die Tat. Der Kindermörder wird zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt, kommt nach 8 Jahren aber bereits wieder frei. 1979, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, lebt Werner Ferrari zurückgezogen. Er wohnt in kleinen Einzimmerwohnungen, zieht oft um, führt ein unauffälliges Leben. Er fühlt sich zu Kindern hingezogen, besonders zu Buben. Er sucht ihre Nähe, treibt sich bei Spielplätzen und Schulhäusern herum. 1980 beginnt eine unheimliche Mordserie. Quer durch die Schweiz werden Kinder getötet oder verschwinden spurlos. Das erste Opfer, Ruth Steinmann aus dem Kanton Aargau. 1982, Rebecca Bieri aus dem Kanton Luzern. Im gleichen Jahr Stefan Brütsch aus dem Kanton Schaffhausen. 1983, Loredana Mancini aus dem Aargau. Ein halbes Jahr später, Benjamin Egli aus dem Kanton Zürich. 1984, Peter Roth aus dem Toggenburg, bis heute spurlos verschwunden. 1985, Daniel Sutter aus dem Kanton Zürich. 3 Wochen später verschwindet Sarah Auberson aus dem Wallis. Bis heute wird sie vermisst. 1986 verliert sich die Spur von Edith Trittenbass aus dem Thurgau. Und schließlich wird 1987 der Aargauer Christian Wittmer erdrosselt aufgefunden. Wer sucht sich wehrlose Kinder als Opfer aus? Ein Serienmörder? Die Bevölkerung ist schockiert und verängstigt. Mit jedem Verbrechen steigt der Druck auf die Ermittler. Werner Ferrari wird nicht überprüft. Die Polizei bildet eine interkantonale Sonderkommission, die Soko Rebecca. Doch die Suche nach dem oder den Mördern bleibt schwierig. Es gibt noch keine DNA-Analyse und keine zentrale Täter-Datenbank. Es waren 8 verschiedene Kantone betroffen. Es waren 8 verschiedene Kantone betroffen. In einem föderalistischen System wird halt nicht jede Information gleich schnell, gleich zielgerichtet weitergereicht. Das wäre heute bestimmt besser. Zudem beging der Täter keine Fehler. Die Polizei profitiert ja häufig von Fehlern. Der Täter lässt am Tatort Gegenstände zurück, er verhält sich unvorsichtig, Zeugen machen Beobachtungen. Diesem Kindermörder ist es gelungen, die 10 bzw. 9 Kinder umzubringen und zu entführen, ohne einen entscheidenden Fehler zu begehen. Die Polizei holt Unterstützung aus Amerika. FBI-Spezialisten sollen helfen, den Kindermörder zu finden. Die Amerikaner brachten uns vor allem das Lesen von Tatorten bei, von Fotografien, von Umständen der Verletzungen und die richtige Zeugenbefragung, da wo wir Zeugen der Entführung hatten. Das alles führte zu neuen Gesichtspunkten, doch nicht zu einem durchschlagenden Erfolg. Schon wenige Tage danach tauchte dann in einer Zeitung die bange Frage auf. Mit einem Aufruf in der Sendung Aktenzeichen XY erhofft sich die Polizei einen konkreten Hinweis auf den Kindermörder. 2 Jahre später zeigte sich, dass sie doch berechtigt war. Denn gegen 19 Uhr verlässt der Schüler unbemerkt die Dorfturnhalle. Niemand weiß warum. Niemand weiß, was sich unmittelbar danach zugetragen hat. Während in der Turnhalle von Windisch das Jubiläumsfest auf vollen Touren läuft, kommt es auf einer Landstraße zwischen Rüfenach und Rinniken zu einer Beobachtung, die im Zusammenhang mit Christians Verschwinden sicher bedeutsam ist. Ein Mofa-Fahrer, der Probleme mit dem Rücklicht hat, sieht im Scheinwerferlicht einen Mann mit einem etwa 10-jährigen Kind, vermutlich Christian Wittmer mit seinem Mörder. Bereits am nächsten Tag bestätigt sich, dass auch Christian Wittmer ermordet worden ist. Schon 2 Jahre zuvor wurde am gleichen Ort ein totes Kind aufgefunden. Die Polizei vermutet einen Serientäter.
Aufgrund dieser Parallelen ergeben sich verschiedene Fragen.